In der Torah gelesen, Kedoshim tiyu ki kadosh ani Hashem Elokechem. Übersetzt, ihr sollt heilig sein, denn ich, euer Gott, bin heilig. Was heißt das, ihr sollt heilig sein? Die vorigen Parashot haben wir gelesen über alle Verbote, die wir haben. Am Anfang über die Tiere, die unrein sind, die wir nicht essen dürfen. Nachher die Frauen, die wir nicht heiraten dürfen. Nachher all das, was für uns verboten ist, haben wir vorher in den vorigen Parashot gelesen. Jetzt sagt Gott, nachdem ihr jetzt das übrig geblieben ist, was für euch erlaubt ist, auch bei dem, was erlaubt ist, was nicht verboten ist, auch das müsst ihr mit Verstand verwenden und nicht damit übertreiben. Du sollst nicht zu extrem damit handeln. Zum Beispiel, es ist uns erlaubt, Wein zu trinken. Uns Jungen ist es erlaubt, Wein zu trinken. Sogar manchmal eine Mitzwa Wein zu trinken. Aber wenn du damit übertreibst, du trinkst zu viel und bist nach einer, so wie die Armen, die am Praterstein liegen, was hast du damit gemacht? So will Gott dich sehen. Es ist erlaubt, Fleisch zu essen. Ja, aber wenn du dich jeden Tag vollstopfst mit Fleisch, ist auch nicht die Sache. Es ist uns erlaubt, mit einer Frau zu heiraten und mit ihr zusammen zu sein. Aber auch da, wenn du zu viel, man soll nicht übertreiben mit den Sachen, die uns erlaubt sind. Denn sonst, sagt uns Rashi, sonst bist du Naval Birshuta Torah. Sonst bist du ein Gauner mit einem koscheren Diplom. Das heißt, du bist etwas Schlechtes, was eine Urkunde hat für das Gute. Und so sollte es nicht sein. Als Beispiel dazu gibt es im Talmud eine Geschichte. Es waren zwei Freunde, zwei Leute, die haben zusammen ein Haus gebaut. Zweistöckiges Haus, heutzutage nennt man das Cottage, zweistöckiges Haus. Der eine hat gewohnt im Erdgeschoss, der zweite hat gewohnt im ersten Stock. Und mit der Zeit aber, sie haben es nicht ganz besonders gut berechnet und sie haben die Fundamente etwas zu leicht gebaut. Und mit der Zeit ist dieses Haus ist ein bisschen eingesunken, langsam sinkt es ein, bis schon die Tür, das Tor, die Eingangstür von dem Erdgeschoss ist schon zwei Drittel fast unter dem Erdboden. Nun, der vom Erdgeschoss, er kommt zu dem Obergeschoss, sagt ihm, schau mein Freund, es ist so passiert, wir haben es schlecht berechnet und meine Tür ist jetzt unten, ich muss jetzt runterkriechen hinunter und deswegen komm, wir reißen dieses Haus ab, bauen ein neues Fundament und darauf bauen wir nachher ein zweistöckiges Haus wieder ordentlich, damit ich wieder gut reingehen darf. Der zweite sagt ihm, wieso sollte ich? Für mich ist es noch besser. Jetzt muss ich weniger Stufen hinaufgehen. Statt 20 Stufen gehe ich jetzt nur 5 Stufen hinauf. Sagt er, aber ich kann überhaupt nicht wohnen. Ich habe nirgends, wo ich wohnen kann. Sagt er, weißt du was, ich werde dir, sagt er, es fällt mir schwer jetzt, wo soll ich denn wohnen? Sagt er, ich werde dir eine Mietwohnung finden und sie für dich bezahlen. Sagt er, ja, aber der ganze Umzug, das kostet auch Geld. Sagt er, ich werde den Umzug bezahlen. Sagt er ihm, aber ich muss mir viel Mühe geben und das will ich nicht. Sagt die Gemara gleich danach, Baba Batra, Seite 6, Amar Rav Chama Bedina Kavi. Das heißt, der eine, der jetzt nicht einverstanden ist, das, was er jetzt nicht damit einverstanden ist, laut dem reinen, puren Gesetz, hat er recht. Er kann ihn nicht zwingen. Wieso? Er will sich keine Mühe geben. Keiner kann ihm zwingen, sich Mühe zu geben. Aber, das heißt, laut der Torah, wenn jetzt vor Gericht geht, wird man sagen, ja, du hast recht, du musst nicht dein Haus abreißen. Aber, das ist genau das. Naval Birshut Torah. Du bist ein Gauner, du bist ein Dreck mit dem Diplom von der Torah.
Ja, okay, die Tora erlaubt es dir. Aber mit den Erlaubnissen der Tora kannst du so ein schrecklicher Mensch sein. Wir alle kennen die Gemara im Talmud, Masechet Shabbat, über Hillel HaZaken. Hillel HaZaken, wo ein Goy zu ihm gekommen ist und hat gesagt, Gairene al melat shelmad et kol Torah regel achat. Ich will übertreten zum Judentum, aber mit der Bedingung, dass du mir die ganze Tora beibringst, indem ich auf einem Bein stehe. Ist es möglich? Die ganze Tora auf einem Bein. Wir wissen, wie viel man lernen muss, um die Tora zu lernen. Die ist so weit, so viel gibt es zu lernen. Und der eine will jetzt alles auf einem Bein lernen. Shammai hat ihn weggeschickt. Hillel sagt ihm, das, was dir, Maidesani Allah, das, was du hast, mach nicht dem anderen. Gibt Sachen, die du hast, die du nicht magst. Das, was du nicht magst, nicht willst, dass man mit dir macht, mach auch nicht mit den anderen. Ja, der Typ im zweiten Stock. Du hast zwar recht, gesetzlich bist du geschützt, keiner kann dich zwingen, aber stell dir vor, du wärst derjenige, der unten ist. Was hättest du gesagt? Ah, und nachher hat er gefragt ihn, was soll ich dann machen, der vom Erdgeschoss? Sagt er ihm, du kannst dich auf deinen Bauch hinlegen und reinkriechen in die Wohnung und dich wieder rauskriechen in deine Wohnung. Deswegen sagt ihm, das Gesetz ist mit ihm. Ja, das Gesetz ist zwar mit dir, aber ist das menschlich? Wie hättest du dich gefühlt, wenn man es dir gemacht hat? Und deswegen genau das ist, Doshim Tiu, sagt Gott, seid heilig, auch die Sachen, die ihr machen dürft. Auch in diesen Sachen, seid vorsichtig und schaut, wie hätte es dir gefallen, wenn man es dir getan hätte. Und da auch bei den Sachen, die erlaubt sind, müssen wir heilig sein.